So, da sind wir. Jo. Willkommen Hallo. Zu unserer nächsten Folge von Last Impact. Geil, da sind wir auch schon. Ja, letztes Mal ist was passiert, Timo. Du hast dir die Folge angesehen, du wolltest es gerade erzählen. Ja, ich wollte es gerade erzählen, ey. Du hast den 100 Münzstern gesammelt. Und das war so scheiße. Du hast dann deinen Power-Up verloren und warst dann einfach da auf der Insel gestrandet. Jo, das war richtig kacke gewesen. Ja, ich hab mich für dich mit aufgeregt, so scheiße war das. Ja, das war ein echt richtiger ärgerlicher Moment, sag ich mal. Das war echt krass gewesen. Naja, jetzt gerade sitzen wir wieder. Und ich versuche jetzt nochmal 8 gute Münzen zu sammeln. Und ja, fühle mich noch nicht ganz gesund wieder. Es geht, mein Hals tut mir noch ein bisschen weh. Aber dachte, jetzt kann ich mal wieder mal eine Episode aufnehmen. Mir steht das nicht wirklich zum Hals raus, dass ich nichts machen kann. Und dementsprechend mache ich das wieder. Jo. Die gute Seite, Hive of United. Hier, Shades of Wind, habe ich ja noch ein bisschen was. Ja, hier kann man mal wieder was aufnehmen, ja. Hier kann man aufnehmen, ja. Yeah. Ah, den Scheiß hier. Ja, den Scheiß mit den Münzen. Ja, die scheiß roten Münzen, ey. Ja, das ist so eine Sache. Ne? Also normalerweise hatte ich das schon geschafft, aber. Naja, fast. Eine Münze fehlte mir. Ich wüsste doch gar nicht, welche mir gefehlt haben sollte, aber sie fehlte mir auf jeden Fall. Das ist ein bisschen schade. Diese scheiß Musik im Bienenland, ey. Das macht mich kirre, ey. Aber einfach rastet sie einfach aus und dann muss es einfach weiter. Didel, 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 didel. Ey, die hatte ich heute Morgen die ganze Zeit im Kopf, als ich aufgestanden bin. Ich weiß nicht warum. Das hat mich richtig aufgeregt. Ich sag mal, die haben mich so bescheuert. Das ist, ey. Das hältst du von der Idee? Nein. So. Jetzt habe ich gleich wieder 7 Münzen. Wo ist denn. Wo ist denn die 8? Das könnte unter uns denn schwierig werden. Weiß ich nicht. Okay, ich bin abgesoffen. Krieg ich eine neue Biene, wenn ich da jetzt hingehe? Oder bin ich für immer dazu verdammt, keine Biene zu sein? Oder? Nee, okay, das Spiel ist so nett und gibt mir nochmal eine. Zweite Chance. Sehr nett für ein Spiel. So, wo ist denn jetzt die 8. Münze? Sag mir das doch mal lieber. Wird schwer sein, hier die 8. Münze zu finden, oder? Nein, doch. Ich guck mich nochmal um hier. Was ist denn hier zum Beispiel? Oh, doch. Als Spiel würde ich es mir selber zutrauen, dass ich da oben die rote Münze versteckt habe. Hast du völlig recht, Timo. Ja. Das habe ich auch versucht zu vermitteln. Ich freue mich, dass du das entziffern konntest. Und das hier auch. Sehr gut, Timo. Dankeschön. Eieiei. Da wird wieder ein Problem weniger auf dieser Welt. Wieder ein Stern mehr. Und da ist auch schon. Zack. Meiner. Ja, die Rocket League-Server sind gerade offline. Das ist gerade voll schade. Niemand kann das neue Update spielen und deshalb auch keine Kiste. Jo, ey. Leute, stellt sicher, dass Matze wieder viele Kisten bekommt. Er gibt neuer Content. Ja. Ich habe eine neue Mission, Timo, und die heißt Silver Stars and Spiders und ich habe keine Ahnung. Ah, okay, es ist das Loch, wo ich letztes Mal schon hochklettern wollte. Okay, da weiß ich wenigstens, wo ich hin muss. Ah, Timo hat recht, ich brauche Kisten. Rivierer-Kisten, Weltmeister-Kisten heißen die. Bayern, Bayern. Deutschland ist Weltmeister. Okay. Wie ich nochmal gesagt habe, wir sind immer noch Weltmeister, Leute. Hm. Ich bin echt stolz auf unsere deutsche Mannschaft, dass wir so weit gekommen sind, ey. Dass wir alle immer so, ja, hier, also, ja, dritter Platz ist drin, Viertelfinale, Halbfinale, vielleicht auch Finale. Und dann einfach so. Ja. So, Timo, da kommt ein neuer, Pilz. This is the Spider-Mushroom. When Mario collects his mushroom, he turns into Spider-Mario. Granting him the ability to spawn strings with L button. The strings last for a few seconds before disappearing. You only have one string per jump and can only have one string out at a time. Okay. Boah, das war faul. Warum kann der nicht einfach Wände hochrennen? Weiß ich nicht. Sieht kacke aus. Mach das. Wow, macht er immer so eine Wow. Das wäre richtig geil, wenn man Wände hochrennen und hochkrabbeln könnte. Du kannst dir das jetzt so vorstellen, ich kann irgendwie, wenn ich L drücke, kann ich hier über mir so ein Seil spawnen, dass man endlich weit nach oben geht und dann kann ich daran hochklettern. So wie Spelunky. Ja, oh Gott, das ist eine Spinne. Die Spinne macht das Bowser-Geräusch.
Solange das nicht das Super Release Bowser-Geräusch macht. Nein. Spinne, auf behindert zu sein. Spinne, nein, Spinne, auf den Trampler zu machen. Nein. Oh, Alter, das ist der stärkste Gegner, den ich jemals gesehen habe. Die Megaspinne. Sie ist verschwunden, wollte ich fast sagen. Wieso muss eigentlich in jeder Welt ein Bossgegner drin sein? Ich verstehe diesen Hack nicht. Immer, immer Bossgegner, immer. Muss immer ein Bossgegner drin sein. Pumuckelmann spielt was. Nein, Pumuckelmann. Ah! Spinne, auf deinen komischen Kram zu machen. Eine Trampel, Trampel, Trampel. Spinne, ich bin Umpair. Ich bin die Umpaire Spinne. Ich bin der liebe Kase. Ich habe meine Hexe getestet. Niemand weiß, wie meine Bossgegner funktionieren. Okay. Ist echt so. Denkt er sich immer. So, was macht die Spinne jetzt, der so hier auf dem Kopf steht? Aha, ja, okay. Sie ja, okay. Sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht. Der Hack mal wieder. Wie immer. Wie immer. Okay. Ja, okay. Mhm. Ja, okay. Willst du mir irgendwas sagen, Spiel? Wie du funktionierst? Oder, mhm. Okay. Ja. Sehr fairer Hack. Ja. Mhm. Ich freue mich schon dabei, darauf, Rüdiger dabei zu sehen. Ich freue mich schon sehr darauf, Rüdiger dabei zu sehen. Mhm. Ja. Mhm. Okay. Ja. Mh, ja. Mh, okay. Das ist beim bestimmt Safe State, ey. Ja, Ikusar platzt sich schon von der Kragen, ja. Ja, aber diesmal müssen wir ja Ikusare nicht so hart bashen, weil D-Kid ist nicht da, um mich hoch zu hypen. Ey, das Schwede, was ist das für ein Kack hier? Ich weiß nicht, was ich mit ihm machen soll. Weil kann man gar nichts machen. D-Kid da ist, nur wenn D-Kid da ist und mein Hasslevel so hoch getreibt, da sollte man eine ruhigere Episode für die Zuschauer. Ja. Ey, was soll man denn gegen diesen Scheiß hier machen? Oh, ich hasse das diesen Hack. Hals. Ja, ist mir scheißegal, ey. Das ist mir natürlich wert, ey. Das ist so behindert wieder. Nö, weißt du was? Nö. Nee, weißt du was? Nee. Ich lass mich davon jetzt nicht abschrecken. Niemand versteht es. Niemand versteht es. Nö, nö. Kein Arsch der Welt versteht diesen Endgegner. Ich hasse diesen Hack dafür. Wieso unlogischen Bosse? Wieso zwingt er diese Bosse hier rein? Ich hasse diesen Hack. Ja, oh wow. Wir hatten diese Katze nicht schon eben gehabt. Aber egal. Ist hier oben irgendwas? Nö. Mhm. Jo. Hm. Peck, was verlangst du von einem? Das ist die Folge, wo wir diese komische Spinne bekämpfen. Ich glaube, ich muss sie mit einer Stampfattacke auf den Kopf treffen, aber irgendwie scheint das unmöglich zu sein, weil die sich viel zu schnell bewegt, aber egal. Und jedes Mal, wenn du nur ein Millimeter drauf vorbeigehst, dann stampft sie dich tot. Ich verstehe das echt nicht. Was muss ich weiter machen? Was muss ich weiter machen? Dieses Spiel gibt dann ja nicht mal ansatzweise einen Hinweis darauf. Ah, jetzt habe ich sie anscheinend getroffen. Ah, und da macht sie automatisch Schaden. Ah ja, sehr fair. Sehr faires Spiel, muss ich ja schon sagen. Warte. Ja. Du musst observen and reflecten. Hm, merkt das schon. Die reflekten gleich mal. Jetzt habe ich sie wieder getroffen, aber es zählt nicht. Und du musst in die Iris passen. Hm. Ich glaube auch, ey. Mhm, mhm, ja, okay, ja, okay. Sehr fairer Hack, ja, okay, ja. Man kann sich sehr gut wehren, ja, doch. Mh. Das ist ja wirklich sehr spannend gemacht, das Ganze hier. Ich hab dich getroffen, hä? Ja, vielleicht brauchst du Yoshi. Mit der komischen Zunge. Ja, genau. Den brauche ich jetzt, ey. Brauch eine Massage, brauche ich gleich, ey. Das hier so. Wieso konnte ich jetzt keine Stampfattacke machen? Danke. Bist du jetzt zwar tot? Nö, immer noch nicht. Was zur Hölle? Was ist hier ein Scheißgegner? Stirb. Ey. Hallo, ich hab dich zweimal jetzt eindeutig getroffen. Hä? Oh, ich hasse Kase, ehrlich. Voll der Wir immer einen Boss reinmachen müssen. Oh, Mann, ey. Dann mach ich wenigstens ordentlich, du Depp, ey. Nicht so eine Scheiße, Mann. Also, wow, es ist so ein spannender Gegner, den man so einfach schaffen kann. Das ist... Keine Ahnung, ey. Also, was ist jetzt genau das Jetzt kann ich schon wieder also... keine Arschbombe machen! Schon wieder! Ey!
Muss ich eine Arschbombe auf den Kopf geben, oder wie? Ja, und das. Manchmal geht's einfach nicht. Manchmal lässt du es dann einfach nicht machen. Wenn du das schon drauf willst, nö. Nö. Kannst einfach. Du vielleicht eine Arschbombe auf seine Beine machen und ihn so die Gliedmaßen ausreißen? Mhm. Ich weiß jetzt ungefähr, wie man es machen könnte, vielleicht, aber wenn man das so versucht, dann. Genau, genau das. Und da kann ich auch einfach mehrmals treffen. Du kriegst keine Invincibility Frames gegen den. Der macht die einfach super tot. Okay. Vielleicht brauchst du das Conkers Bier Power Up und musst ihm in die Fresse pissen. Gott, Rüdiger kriegt ja AIDS bei den Gegner hier. Alter Schwede. Wer hat sich denn den Bullshit ausgedacht, Alter? Ich freue mich schon darauf, wie er seine Wutanfälle unterdrückt. Immerhin dann wird er toben und er sagt einfach nur so: Was? 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 Und dann macht er, dann pausiert er den kurz und schlägt seine Frau und sein Kind. Aus Wut. Und dann macht er den wieder an. Alter, meine Fresse, ist das ein Scheiß, ey. Alle Leute, die sich das gerade ansehen, das Video, tun mir so leid. Ich kann nichts dafür, dass der Hex so scheiße ist. Das war übrigens ein Scherz. Was? Das wird Rüdiger nicht machen. Ja. Ich glaube nicht, dass Rüdiger seine Frau und sein Kind schlägt. Ich weiß nicht, ob die Leute ihr das als Scherz identifizieren konnten. Ja, genau, wenn er da aus der Abwehr rausgeht, gleich jetzt mal wieder angreifen. Bei Ikusara hasse ich echt. Scherz. Ich kann das nicht mal kommentieren, das ist einfach zu behindert. Das spricht schon für sich die Scheiße. Das hat dich da oben gerade getroffen. So viel zu meinem Hals, ey. Der ist schon wieder Schrott, ey. Weil ich mich übrigens so eine scheiß Spinne aufregen muss. Das ist eine Spinne. Ich will es nur kurz noch. Diese Sache, die bringt mich gerade dazu, zu sagen, ich höre mit dem Projekt auf. Ohne Scheiß. Wenn nochmal so eine Scheiße kommt, wie das Ding hier, ne? Dann höre ich auf. Hast du ihn besiegt? Nö. Der ist kacke! Der ist 100% kacke! Kann man gar nicht besiegen. Einfach Save State Spam. Ja, mach ich ja! Bringt nichts! Ich Save State ist schon. Ich Save State und Lode schon wie Affe! Es geht nicht! Der ist unbesiegbar! Oh, Kasi, ey, weißt du, ich hätte lieber in ein Glas pissen sollen. Das wäre gar nicht mit dem Hack hier. Meine Güte. Bist du sicher, dass du den nicht irgendwie boxen musst oder so? Nö, weil jeder mal, wenn du ihn triffst mit irgendwas, dann macht er seinen Bissangriff oder seinen Stampfangriff. Von jeder Attacke macht er einen Angriff, von jeder Seite aus. Und hier rum kommst du auch nicht, weil er sich zu schnell dreht. Ohne Scheiß. Ich hoffe, Rüdiger liegt heute sein Part, da kannst du es dir ansehen. Shit, ey. Da wirst du sehen, ey, wie unfair der ist. Wow. Man muss nicht wie bei Super Mario Sun-Dings. Sunshine. Was für eine Scheiße ist das? Die Beine rausrupfen oder so. Ey, nein, es geht gar nichts. Das Viech, das stirbt einfach nicht. Das wehrt einfach alles ab. Alles. Soll ich dir einen GameShark-Code geben und du machst dich einfach unbesiegbar? Hat das überhaupt GameShark? Ja, es ist tot! Ey. Was ein Scheißkampf. Ich hab jetzt auch keinen Bock mehr, ey. Okay. Alter Schwede, ich mach jetzt noch die andere Mission und dann ist fertig. Reparier mal dein Hack, du Spast, ey. Ehrlich. Oder Wichser. Das ist ein Affe, ey. So fair. So ein fairer Kampf. Voll ehrlich. Dumme Penner, ey. So release hier immer noch dein bestes Projekt. Ja, weil er da nur den Toad verändert hat. Und Toads eingebaut hat. Ey, Speedruns von Super Release sind aber echt geil. Einfach nur die Sprünge abschätzen immer. Was ein Haufen Scheiße ist.
geschafft, Matze. Wir brauchen Honor für die Family. Wieso tue ich mir das überhaupt an, ey? Keine Ahnung. So ein Scheißhack, ehrlich. Das hat mich jetzt, das habe ich gerade echt zur Weißflut gebracht gerade. Was ein Haufen Scheiße das war. Das glaubst du mir erst, wenn du es gesehen hast. Wie unglaublich scheiße schwer das war. Okay. Ich war gespannt. Sollte jetzt nicht mehr zu viel reden, ey. Alter, hab ich das zum Kochen gemacht, ey. Alter, meine Güte. Oi, oi, oi. Boah, ich hab vergessen zu speichern. Ich muss jetzt so, wenn ich mir das so ansehe, was da gerade passiert ist, muss ich euch sagen, vielleicht mache ich das doch nicht zu Ende, das Projekt. Also, wenn da so eine Scheiße passiert mit solchen bekackten Bossgegner, die man nicht schaffen kann, ohne tausendmal einen Save-State zu laden. Sorry, ey. Ja, hat Rüdiger aber das bessere Let's Play gemacht. Nee, macht er ja auch nicht zu Ende. Doofste. Ja, mir ist es scheißegal, ey. Nee, da sowas wollen wir nicht aufhängen. Ja. Dabei, ich mach das ja auch nicht zu Ende. Ich höre einfach auf. Ich mach dann einfach gar nichts mehr. Was das anhört, also was das Projekt angeht. Hey, ist die Sache, Alter. Ich brauche mir doch nicht so eine Scheiße anzutun. Ey, da hab ich das stinkig gemacht, ey. Ja. Wie du es aus erster Hand mitbekommen. So, das war's für den Part heute. War eine Scheißaufnahme gewesen. Scheißboss. Scheißspiel. Tschüss. Tschüss.